Detlef aus Berlin. Drei Pudel, aber richtig schicke. Die Jan ist daneben. Jan, mein Töchterlein, hat tatsächlich 4 Hunde in Lettland, ein Großpudel mit dabei. Was das für süße kleine Pudelchen sind, das werden wir gleich mal erfahren. Denn die sind so goldig, so lieb, so handzahm, wenn sie wollen. Ich grüße dich, Detlef. Hallo, herzlich willkommen an alle. An alle. Dann, du hast die drei Stück gesehen, hast gesagt, die müssen wir filmen. Genau, ich habe gesagt, die müssen wir filmen, damit ich mal mit denen reden kann. Weil das ist ja schon interessant. Ja, es gibt eine tolle Story. Das sind praktisch Verwandte. Sind alle verwandt miteinander, genau. Das ist die Mama von dem Alfred hier, von dem kleinen Braun. Der ist 9 Monate alt. Die Mama ist jetzt 4 Jahre alt. Und das ist die Tante, sozusagen. Der Papa von ihr ist ihr Opa. Und von daher sind sie alle miteinander verwandt und alle fröhlich miteinander. Merken die das, wenn die verwandt sind? Ist das, oder denkst du, das ist nur im Kopf? Ich glaube, das ist nur im Kopf von uns Menschen. Selber merken sie es nicht. Sie sind alle miteinander groß geworden und von daher verstehen sie sich natürlich alle. Aber ich glaube nicht, dass sie es jetzt so super merken. Sie beide schon noch. Sie ist die Mama, das merkt man schon noch. Sie ist ein bisschen behutsamer mit ihm. Aber ansonsten glaube ich nicht, dass Hunde das wirklich noch können, wenn sie nach Jahren ihren Welpen wieder trifft, dass sie dann erkennt, dass es ihr Welpe ist. Glaube ich nicht. Ihr hattet jetzt hier die kleine Maus als erstes und ihr habt dann gesagt, wir müssen da unbedingt noch mal einen dazu machen. Genau, genau, die Kleine war so toll und ist so toll, dass wir gesagt haben, wir brauchen noch einen Partnerhund für sie. Und das wurde dann die Zoe und die ist super süß, alle miteinander. Und von daher sind wir super glücklich. Und auf dem Campingplatz sind sie natürlich auch super verträglich mit allen Menschen. Ja, die bellen, haben gar nicht gebellt, als wir kamen? Selten. Sie bellen selten. Natürlich, wenn sie jemand anspricht von draußen und sie sitzen bei uns vor der Tür, dann kläffen sie schon mal, aber sie beißen nicht. Sie sind ganz friedliche Hunde. Und du willst jetzt auch schon sagen, dass es als Camper ein Riesenvorteil ist, Pudel mit dabei zu haben? Auf jeden Fall. Ja, klar. Was, denke ich mal, die meisten ja auch wissen, Pudel sind die Hunde, die nicht haaren. Und ich denke mal, ab und zu eine Bürste dabei haben oder eben kurz scheren und dann hat man eben das Problem überhaupt nicht. Das ist dann schon sehr praktisch. Ja, genau. Sie haaren nicht, sie riechen nicht nach Hund, eher nach altem Stoff-Teddy. Das stimmt. Und von daher sind wir natürlich super zufrieden. Ja, ein bisschen bürsten muss man sie eben, ein bisschen Fellpflege ist schon dabei. Und irgendwann mal scheren, wenn sie zu lang sind. Aber ansonsten sind sie super süß und super entspannt, wie ihr gerade seht. Sag mal, Pudel kenne ich nur viel kleiner, viel garstiger, viel immer allen ankläffend. Das sind andere, das sind große Pudel. Das sind Großpudel, Königspudel oder Großpudel. Und von daher sind sie natürlich auch wirklich recht groß gewachsen. Sie ist nach deutschen Standard gezüchtet. Sie ist eine relativ kleine und die beiden sind eine andere. Die ist auch ein Königspudel. Ist auch ein Königspudel. Ja, ich wollte nämlich sagen, meine ist auch nicht viel größer geworden als genau. Sie jetzt. Das ist die, sozusagen die deutsche Linie und die kommen sind aus Amerika. Der Papa ist aus Amerika und von daher sind sie alle ein bisschen größer. Ist alles anders. Würde ich sagen, ist immer irgendwie alles ein bisschen größer. Genau. Sag mal, wenn du die jetzt nicht scheren würdest, die würden wie ein Schaf, oder? Ja, wie ein Schaf. Echt? Ja. Würde wahrscheinlich nicht aufhören zu wachsen. Krass. Und das ist schon warm im Sommer? Ja, deswegen sind sie relativ kurz geschoren jetzt. Du machst es selber? Meine Frau. Darf ich meinen Hund auch mal vorbeischicken? Die sehen schon gut gemacht aus. Ja, wir sind da bemüht. Ich bin für Waschen zuständig und meine Frau ist dann die Feinarbeit macht. Ja. Waschen, womit wir beim Thema sind. Lieben die das Wasser? Ja. Okay. Also eher noch nicht so, er ist noch ein bisschen vorsichtiger, aber die Schwarze ist immer weg, wenn Wasser da ist, ist sie immer weg und die sie mittlerweile auch. Er ist noch ein bisschen vorsichtig, weil er so ein bisschen vorsichtig erstmal. Sag mal, wir haben die ganze Zeit gewitzelt, Jan will immer ein Reisemobil haben. Da habe ich gesagt, naja, 4 Hunde im Reisemobil, auch nur ein Hund, dann ist der Wert direkt die Hälfte. Die machen alles kaputt. Wie ist das drin? Die machen gar nichts kaputt. Ja. Sie liegen ja da nur. Das ist ja immer Herrchen- und Frauchensache, wenn sie da irgendwas berühren, dass man dann einschreitet. Aber von daher ist es schon entspannt mit ihnen. Sie haben ihren Platz da zugewiesen und von daher bleiben sie da. Und man muss sich natürlich mit ihnen beschäftigen, logischerweise. Man kann sie nicht den ganzen Tag im Wohnwagen lassen und sagen, wir machen mal unser Ding. Sie müssen schon da bleiben und. Es ist ja aber auch Sinn und Zweck, wenn man mit dem Wohnmobil verreist, dass man ja eh rausgeht. Genau. Wenn man die mitnimmt, dann nutzt man die Zeit natürlich auch. Genau. Also ich hatte immer, als ich die Hunde dabei hatte, immer gut abgenommen, weil man läuft doch viel. Man merkt das gar nicht. Wir gehen viel spazieren, sind mit ihnen viel unterwegs, aber eben mit Fahrrad ist nicht so schön mit 3 Hunden. Und von daher ist vielleicht manchmal ein Wohnwagen mit 3 Hunden auch besser, weil wir eben noch ein Auto haben. Wir können mal mit den Hunden losfahren, brauchen sie nicht da lassen. Und von daher ist es schon ganz schön. Wo ist deine Frau? Meine Frau ist gerade vorne an der Rezeption und versucht eine Wanderkarte zu kriegen, weil hier ist nicht so optimal ausgeschildert, die Wegstrecken. Und von daher wollten wir uns mal mit einer Wanderkarte beglücken. Ja, wir sind im Harzcamp in Goslar. Wie hast du von dem Platz erfahren?
übers Internet. Wir haben uns einen süßen kleinen Campingplatz ausgesucht, wo wir eben mal hinfahren können, nicht ganz so weit von Berlin, weil unser Wohnwagen recht neu ist und wir wollten es erstmal ausprobieren, damit wir eben klarkommen und dann weiter wegfahren können. Ja, ich mache ja für Deadlifts das Marketing. Zufälligerweise, ja, so 2 Jahren. Nein, aber nicht nur für Deadlifts, machen ganz, ganz viele, gucken uns die an, von innen, von außen, allen drum und dran. Ist die Qualität gut? Also, da ist unser erster Wohnwagen ist, glauben wir schon, dass es ganz gut ist, passt alles. Für uns ist er perfekt und wir haben auch schon andere gesehen und von daher sind wir super zufrieden mit dem. Es gibt ja 500 Grundrisse, wie bist du auf den gekommen? Na, wir wollten was Großes haben, wo wir 2 Betten haben, wo wir aber auch in der Mitte das zumachen können. Und uns hat einfach das angesprochen, wie er aussieht von innen. Und von daher haben wir gesagt, den wollen Passt. Wir haben. So, jetzt okay. Namen. Namen, die... Zoe. Zoe. Dann? Der braune junge Mann ist Alfred. Alfred. Und die kleine schwarze ist die Iva. Die Iva. Wie alt werden die groß wohl? Also Erfahrungswerte haben wir noch nicht, aber Pudel, obwohl sie recht groß sind, werden relativ alt. Also bei der schätzen wir mal so 15, 16 wird kein Problem für sie sein und die beiden anderen bestimmt so 13, 14. Genau, je größer, desto jünger, ne? Genau. Sterben sie. Genau. Na, bei Doggen sowieso, da sagt man 8 Jahre, aber bei Pudel, da sie aufgrund ihrer, sie sehen ja nur viele Hund aus, sind aber relativ leicht. Ja. Die liegen ja wahrscheinlich so um die 26 Kilo, die großen. Na, er hat jetzt 32, weil er ein Rüde ist. Schon, ja. Sie wiegt 28 und die Kleine wiegt 18. Ach, jetzt überleg mal, die Windspiele von uns, wir haben 3 Windspiele. Ja, der kommt. 4, 5 und 6 Kilo. Ja, super. Kannst du alle 3 in eine Box aber, haben. Aber selbst das ist eben super leicht für so eine großen Hunde. Von daher sind sie gut zu handeln. Da ist übrigens meine Frau. Das ist deine Frau. Hallo. Die stolze Hundebesitzerin von allen 3. Ich bin ja sozusagen nur der Aufpasser für die Hunde. Ich habe gerade eben gehört, du machst auch was mit denen beruflich. Genau, genau. Mit der kleinen, mit genau. Der schwarzen, mit der kleinen schwarzen. Und der Alfred wird die Iva vielleicht ablegen. Ach, okay. Wenn es gut läuft. So ist der Plan. Und was machst du, Rudel? Ich bin bei der Berliner Polizei Sprengstoff-Spürhundführerin. Nein, das sind Sprengstoff-Schuren. Ja. Achso, ich dachte, das hat er schon erzählt. Das hat er noch gar nicht erzählt, genau. Dass sie beruflich eingebunden ist, die Schwarze. Genau. Das Lustige ist, wenn man Polizei hört, stellt man sich natürlich dann immer diesen Standardhund vor. Entweder vielleicht Labrador dann noch, wenn man so einen Suchhund hat. Ja. Und dann ist ja der Schäferhund. Ne? Dass der Pudel ist aber auch sehr schlau. Ja. Der einzige Pudel in Deutschland. Der einzige? Tatsächlich, der einzige in Deutschland. Ja, weil natürlich die anderen Bundesländer grundsätzlich duale Hunde haben. Das heißt, Sprengstoff Spürhund plus Schutzhund. Ach, okay. Und da in Berlin, wir haben genug zu tun. Ja. Wir können reine Suchhunde haben und dadurch ist auch ein Nichtgebrauchshund zulässig. Mhm. Und wir haben uns privat den Pudel angeschafft und habe dann gesagt, gut, ich probiere das mal. Oh, ist der goldig. Also man kann sich gar nicht vorstellen, Schutzhund, da würde ich als Einbrecher, würde ich sagen. Ist natürlich kein Schutzhund. Ja, weiß ich ja. Komm mal her, lieber. Das ist nur ein Spielhund. Ja. Du bist auch bei der Polizei? Ich bin auch bei der Polizei. Denn die meisten Paare, die Polizisten sind, sind beide Polizisten. Das hat es aber in sich. Denn der Beruf ist schon stressig, oder? Der Beruf ist sehr stressig, ja. Das heißt mal Schichten, Einteilung. Kann man das ein bisschen planen bei euch? Ja, man kann es planen. Man kommt auch darauf an, in welchem Bereich man arbeitet. Aber grundsätzlich ist es schon ein sehr stressiger Beruf. Und von daher nutzen wir jetzt diesen Campingplatz als super Entspannung und Erholungsort aus. Ich habe eben schon gedacht, weil deine Figur, Statur, du machst noch ein bisschen Sport? Ein klein bisschen. Von jedem etwas. Ein bisschen Laufen, ein bisschen Sport, ein bisschen Radfahren. Ist aber stark. Die haben da vorne so einen kleinen Baumstamm, haben sie jetzt malträtiert. Die haben schon Bisskraft, oder? Die haben Bisskraft, ja. Aber es ist tatsächlich benutzen sie nur ein Stöckchen, die Bisskraft. Die haben überhaupt nicht, ich sag mal, gebellt. Sie hören ultra gut. Also es ist wahrscheinlich die Erziehung. Meistens hören sie ultra gut. Manchmal auch erst bei jedem zweiten Mal. Aber nein, grundsätzlich klappt es schon ganz gut. Es ist unsere erste Camping-Session hier. Wir sind quasi, das ist unsere Jungfernfahrt. Ihr seid Neucamper? Wir sind Neucamper, ganz neu. Ja. Das erste Mal. Wie lange seid ihr schon zusammen, ihr beide? Shit. Jetzt habe ich verloren, ja. Ich bin gespannt. Du weißt es, oder? Das hört sich fast so an. 3 Monate. Nee, ein Stückchen länger. Also nein, ich glaube so. Über 10 Jahre. Genau, über 10 Jahre. Ich glaube 13, 14 Jahre. 13, 14 Jahre. Also meine Frau, die regt sich immer tierisch auf, wenn ich so Muttertag vergesse oder den Tag, wo wir uns kennengelernt haben oder so. Ist es bei ihm auch so? Genau, so ist es. Ja, ich vergesse es immer und er nicht. Ich reg mich aber nicht auf. Aber er regt sich nicht auf. So, ist nicht so schlimm. Was ist das für ein Spielzeug? Das ist einfach ein Stofftier.
Stofftier. Ja, unsere Stofftiere überleben tatsächlich. Beißkraft nur an Stöckchen, genau. Und bei den meisten Menschen überleben die Stofftiere nicht. Das Stofftier ist schon uralt und funktioniert. Stofftier funktioniert. Ist aber kein spezielles Hunde-Stofftier. Nein, ist ein Menschen-Stofftier. Sag mal, wie bringt man den Hunden bei, dass sie nach etwas Bestimmten suchen sollen? Über den Spieltrieb. Also entweder über den Spieltrieb oder über das Futter als Belohnung. Also es ist auch ein Belohnungsprinzip wie bei uns Menschen. Auto, Wohnwagen. Genau, zum Beispiel, ja. Ne, schöner Urlaub. Nein, natürlich muss ich ihr auch eine gewisse Motivation schaffen, dass sie es möchte. Und wir bei der Polizei und ich denke mal auch die Leute privat zu Hause, die mit ihren Hunden arbeiten, es wird halt über Spielzeug ausgebildet. Also wenn du bestimmte Handlungen machst, dann bekommst du dein Spielzeug dafür oder bekommst dein Leckerli dafür. Und wir bilden mit dem Klicker aus, das heißt mit der positiven Verstärkung. Ja. Und wir konditionieren die Stoffe, die Sprengstoffstoffe konditionieren, weil wir haben jetzt, glaube ich, 30 ungefähr in Berlin, 30 verschiedene Stoffe. Die werden so eingegeben über den Klicker und über das Leckerli. Achso, die können die dann alle 30? Die können die alle. Mhm. Und tatsächlich, die behalten ihr Hundeleben lang. Das ist gigantisch. Man klickt viermal, man spielt einmal und der Hund hat sein Leben lang diesen Geruch im Kopf. Echt? In der Nase. Ja. Einmal? Das ist toll. Also es ist immer wieder faszinierend, es macht irre viel Spaß. Bekommen die auch ein Gehalt, die Hunde? Ja, die bekommen auch ein Gehalt. Also in Berlin tatsächlich nicht so viel, weil Berlin ist arm und sexy. sie bekommen ungefähr 72 Euro im Monat. Am Tag? Nee, am Tag. Gehalt? Ja. Haben die auch einen eigenen Bankaccount? Oder? Nein, das leider nicht. Nein, wir bekommen 72 Euro. Das deckt wahrscheinlich gerade die Kosten, oder? Na, das Tierarzt ist frei, Tierarzt und Steuer ist frei. Okay. Das wird übernommen, weil es gehört ja dem Polizeipräsidenten, der Hund, der gehört ja nicht mir. Der ist mir ja quasi in Anführungsstrichen überlassen. Und, Aber die würden den niemals wegnehmen oder so, weil die den dann... Grundsätzlich nicht. Ja. Aber tatsächlich... Sie könnten es eben. Ja. Und das ist natürlich schon so, dass ich sage, wenn wir jetzt unseren Alfred an die Behörde verkaufen... Mhm. Ah, da hat man schon ein bisschen Bauchschmerzen. Ne? Dann gehe ich auf jeden Fall zur Gewerkschaft. Ja, und sag hier, der Alfred, Alfred muss bei, wie ist der Vorname? Bei Silke. Nee, das war Spaß. Also ich sag mal so, das ist ja alles rein rechtlich alles. Das bedeutet, wenn da irgendwas passiert, der würde jetzt doch mal beißen und so, dann ist das Problem der Polizei. Ist ja Polizeihund, richtig? Richtig, genau. So. Es geht um versicherungstechnische Dinge und natürlich, ja, wir suchen eben Sprengstoff. Es muss halt auch so sein. Also nochmal, du hast gerade Polizeieigentum dabei. Genau. Im Urlaub. Im Urlaub, mit dabei. Unverschämt, ja. Verrückt. Toll. Ja, und wir genießen hier die Zeit, ja. Unsere Jungfernfahrt. Weil jetzt mit drei Hunden, ne, das ist natürlich schon so, dass ich sage, nein, die kriegen wir jetzt nirgends mehr unter. Also, habt ihr irgendwas Spezielles umgebaut in eurem Camper? Oder? Nee, tatsächlich noch nicht. Okay. Also aber wir haben. Vor, oder? Nö. Nee. Nö, die passen gut auf die Couch. Ja, okay. Darf ich mal reingucken? Ja, na klar. Also nur mal, wie das geht, weil Leute fragen sich immer, geht das? Dann Mann hat auch genickt, ich hab's gesehen. Aber hier stark mit dem, das war jetzt offen, das heißt, die rennen dir nicht weg, oder, die Hunde? Nee, die rennen nicht weg. Es ist eigentlich auch nur für die anderen, dass sie sehen, die Hunde bleiben so ein bisschen dahinter. Und wenn wir sagen, sie sollen raus, dann gehen sie natürlich auch raus. Aber grundsätzlich... Oh, ein Pinguin, guck mal. Ja, ein kleiner Pinguin, genau. Sag mal, Hunde bleiben immer 3 Jahre alt, oder? Ja, auf jeden Fall. Die sind immer lustig, immer gut drauf. Was, Zoe? Immer gut drauf. Die sind immer zart. Sag mal, bei mir ist so, bei den 3 Hunden, wenn die kommen, da ist schon ein bisschen Eifersucht im Spiel. Ist das hier auch? Also gegenüber, wer am meisten gestreichelt wird? Wer gar nicht. Also wir versuchen natürlich nicht immer einen zu bevorzugen, aber eigentlich ist keine Eifersucht da. Jeder kriegt seine Streicheleinheiten hier. Ich gehe mal rein hier vorne. Ja. Das ist alles neu? Habt ihr auch hier Sitzbank? Das ist alles neu. Alles neu. Alles uns zusammengesucht aus dem Internet und bei Freunden geguckt, was haben die, was kann man machen. Ach, was ist besser? In Skandinavien habe ich gerade gesehen. Genau. Das heißt, alte Heizung drin, Warmwasser? Genau. Alte Heizung, Warmwasser, Fußbodenheizung, perfekt. Perfekter Wohnwagen. So wie Kabe so ein bisschen, oder? Ja, glaube ja. Ein bisschen wie Kabe, wobei Kabe ja noch deutlich teurer ist. Und ob es besser ist, wissen wir nicht. So, Klimaanlage habt ihr euch gegönnt. Was wichtig ist für die Hunde, glaube ich auch, ne? Genau. Deshalb haben wir eine Klimaanlage für die Hunde. Ja, wegen den Hunden. Das werden wir sie da lassen. Ne? So muss das ja auch sein. Hier auf der Couch ist... Warte, ich zeig's mal. Das ist das Hundebett. Das ist das Hundebett. Genau. Das ist das Hundebett und... Dann setz ich mal gerade hin. Nur mal im Größenvergleich. Ja. Das kleine Hundebettchen. für drei große Hunde. Ja, sind ja auch groß. Ja, ne? Das, genau. Das ist stark. Haps.
Super, Mach, komm Alfred. Das gibt's doch gar nicht, echt? Warte mal, ich gehe mal gerade ein Stück zurück, dass wir das mal sehen, alle drei. Mein Traum wird wahr. Sitzen. Drei Hunde. Ihr habt jetzt das Problem gerade geschaffen, dass ich meiner Tochter immer gesagt habe, geht nicht, weil machen alles kaputt und ist so, oder? Ja, so. Naja, es ist schon so, es wird natürlich schon schmutzig. Ne? Also ein Vorzelt bietet sich an, dass mein Hund draußen mal abrubbeln kann, wenn es regnet draußen und das sind schon Sachen, die bieten sich an. So, dann mal bitte alle drei zusammen, dass wir mal ein Startfoto haben. Sehr süß. Das werden wir machen. Sieht toll aus. Ah, der Wohnwagen ist auch totschick hier drin, oder? Die Ausstattung. Ja, der ist ein Traum. Wir sind begeistert. Ja, wie gesagt, grundsätzlich wollten wir unbedingt ein Wohnmobil haben. Aber mit drei Hunden, das Wohnmobil natürlich geht gar nicht. Aber Wohnwagen ist schon cool. Ja. Wenn du einen Mover dran hast und die anderen Sachen, dann ist auch wesentlich preiswerter, muss man sagen. Also Wohnmobil, da hast du ja immer was und du musst länger und teurer zur Inspektion gehen. All das hier, wo steht der? Habt ihr ein Riesenhaus? Oder? Ein kleines Haus, einen kleinen Bungalow und der steht aber nicht bei uns auf dem Grundstück, sondern da, wo mein Pferd lebt. Du hast ein Pferd? Ich habe ein Pferd, natürlich. Wir sind ziemlich tierverrückt. Und das steht beim Pferd und das läuft das ganze Jahr. Damit sozusagen, der ist halt gut isoliert, damit wir den auch im Winter nutzen können. Ah, okay, der Wohnwagen steht beim Pferd, das heißt, du kannst auch mal übernachten. Genau. Deswegen auch der Skandinavia, der hat auch Elektropaket mit drin. Das heißt, du kannst. Der hat das Winterpaket mit drin, der ist zusätzlich isoliert, der hat eine alte Warmwasserheizung, Fußbodenheizung. Der fette, geile Backofen drin. Backofen, selbstverständlich, ist natürlich ein Muss. Den finde ich toll. Also, weil du wirklich, also es fühlt sich alles mehr an wie zu Hause, weißt du, nicht so ein kleiner Campingherd so und so weiter. Großes Badezimmer und da schlaft ihr. Ist das ein Querbett, Längsbett? Das ist tatsächlich, das ist eins, was man, wo man das Lattenrost rausziehen kann. Ah, okay, ihr könnt es zur Liegewiese. Wir können es zur Liegewiese machen, weil natürlich morgens uns alle drei Hunde beglücken im Bett. Auf dem Bett. Ja. Und das geht natürlich nicht, wenn wir nur zwei Einzelbetten haben. Dementsprechend. Ich frage jetzt nicht, ob ihr Kinder habt, ein paar drei Hunde. Ja. Also mein Mann hat aus erster Ehe hat er zwei Kinder, aber die sind schon erwachsen. Die sind schon groß. Die sind schon groß, genau. Wie ist Töchterchen? Wie alt sind die? 30 und 35. Siehst du, Jan? Ich bin nicht der Einzige, der so jung angefangen hat. Ja, du warst wie alt, als sie kam? 23. Ja, ich war. 21 oder 20? Nee, war 19. Oh, also, 19 ist ja auch älter. Zwillinge. Ja, oh. Ich hab die 6 richtig im Lotto gezogen. Ja. So, hinten ist die Kaffeemaschine, Nespresso, darf Espresso auch nicht fehlen. Genau. Aber ich fühle das schon wohl hier drin, oder? Ja, auf jeden Fall. Das ist ja cool. Darf ich noch reingucken? Ja, das klar. So, dass wir das mal sehen. Und ich zeig mal gerade, du hast nämlich, darf ich das mal zeigen? Man kann ja im Internet alles bestellen, ja? Ja, das ist cool. Unter anderem zu Hause ist da. Das macht sie auch super mit den Flaschen da im Hintergrund. Sieht's aus wie bei Alkoholikers. Ach, so ein Quatsch. Der ist hart, der Job, da muss man schon mal zur Flasche greifen. Aber das habe ich von meinen Kollegen geschenkt bekommen. Ja, ja, ist klar. So, ich guck mal gerade. Ihr habt die gleiche Zahnbürste wie ich. Ja, das ist die ist gut, ne? Die ist gut, ja. Die schwingt, die Jan ist ja eher von der anderen Fraktion, die sich dreht. Oral B, ja. Oral B mag ich nicht. Ja. Ich bin der Philips Sonicare. Das sieht aus wie Filz, das ist kein Filz. Das kann man wirklich gut abwaschen. Das ist glatt. Das ist ganz glatt. Also kann man super abputzen, alles sauber machen. Darf ich mal in deinen Kühlschrank gucken? Ja, natürlich, immer. Weil der bei uns ist quasi Open House. Keine Geheimnisse. So, das heißt, du hast den Padano. Da muss man immer, ich denke, man muss immer so aufpassen, dass man nicht zu lange aufbewahrt, weil dann fängt er schnell an zu schimmeln. Echt, ja wahrscheinlich. Das ist ein Grün. Dann oben. Wir haben natürlich noch ein Eisfach, sehr praktisch für Eiswürfel, ne, für die Getränke, die unten am Boden stehen. Und natürlich, wenn man mal einen Sekt trinkt, Himbeeren rein. Genau, zum Beispiel. Okay, dann hier vorne habt ihr die Aioli-Creme. Ja, genau, wir Presso. Sind ausgestattet. Zero in Dosen, das ist so perfekt kopiert, schmeckt die auch genauso? Die schmeckt noch besser. Wir trinken seitdem wir die River Zero trinken, trinken wir keine Cola Zero mehr, weil die River Zero nicht ganz so süß ist. Die ist nicht ganz so süß. Kann ich sehr empfehlen. Ich kann probieren. Und dann die kleine Martini, die habe ich ja schon lange nicht mehr getrunken, ja, in Verbindung mit Wir haben sie auch noch in groß, mit Sekt. Tonic Water oder mit Wildberry. Also den Fiero mit Wildberry
und den normalen mit Tonic. Genau, 4 Euro. Habe ich schon lange nicht mehr getrunken. Weil ich früher, als ich Kinder hatte, habe ich das immer mehr, habe ich mehr zum Alkohol gegriffen. Heute. Dann Bio. Was ich toll finde, sind diese kleinen, die hat meine Frau bestellt, das sind so kleine Euro-Boxen und die hat gedacht, die wären groß und dann kamen die und dann waren die klein. Und dann waren die winzig. Aber die sind für den Wohnmann super, weil man kann da seine, also wir haben unten die Zwiebeln drin, oben ist das Obst drin, dass es so ein bisschen gestapelt ist, damit hier nicht alles durch die Gegend rollt, wenn wir hier hantieren. Also ihr habt echt einen wunderschönen Wohnwagen. Was ich toll finde, ist auch hier die Möglichkeit, dass du mal Fernsehen gucken kannst wie zu Hause. Es ist ja nicht der billigste Urlaub-Wohnwagen. Also wenn du jetzt mal alle Kosten zusammenrechnest, da hättest du schon ein paar Luxusurlaube machen können, aber ohne Hund. Auf jeden Fall mehrere Luxusurlaube hätten wir da machen können. Das ist so, aber mit Hunden hast du keine Chance. Also wenn du da anrufst und sagst, ja, wir haben Hunde, dann allein schon der Plural ist ein Problem. Und dann sagst du, ja, wie groß sind die denn? Ja, die wiegen zusammen 110 Kilo. Und es sind auch nur 3. Ja. Genau. Ich verheimliche meistens dann noch einen, muss ich ehrlich gesagt gestehen. Ich habe da immer so einen Schiss vor, dass ich dann doch gesehen werde. Ja, genau. Das ist halt das Problem. Ich bin immer zu ehrlich. Ja. Aber nein, man hat doch schon immer so die Beklemmung, sich rechtfertigen zu müssen. Nein, die sind erzogen. Nein, die machen nichts kaputt. Nein, die haaren nicht. Das kann sowieso keiner. Ich habe da gar keine Lust mehr drauf. Immer diese, man meldet sich an mit 3 Hunden und du denkst, oh Gott, die Leute sagen, ach Gott, jetzt kommen die Flodders aus Berlin. Was noch viel schlimmer ist, du kannst keine Kreuzfahrten machen. Du kannst nicht in Ausland fahren. Du kannst nicht fliegen. Ja, richtig. Also all das. Und trotzdem, was ist denn das Schöne? Ich meine, wenn du das mal Leuten beschreibst, die keine Ahnung haben von Tieren, was ist das Schöne an Hunden? Dass sie immer gute Laune verbreiten. Unsere Hunde haben immer gute Laune. Man hat immer was zu lächeln und sie sind anschmiegsam, sie sind Kontaktschläfer. Man hat immer das Gefühl, kompletter zu sein mit Hund. Und auch das Spazierengehen macht einfach mehr Spaß mit dem Hund. Das ist einfach, sie verbreiten eben wirklich ein positives Gefühl. Wir sollten so nicht glücklich sein. Das jetzt mal ohne Witz. Ja. Und auch beruflich, ne? Also ich meine, ich mache das Ganze jetzt schon seit 95 bin ich bei den Hundeführern der Berliner Polizei. Ja. Ich würde nie was anderes machen. Das ist mein Leben. Es macht so viel Spaß, wenn man wirklich mit dem Hund arbeitet, mit den Hunden in Einsätzen fährt. Es ist einfach symbiotisch. Es ist einfach schön. Ich muss gestehen, dass mir das ja auch vorgeschlagen wurde, weil bei uns in der Familie halt Polizei auch recht groß geschrieben ist in der Verwandtschaft. Aber dann hieß es dann doch, weil die sind beides Kommissare, da kommst du nicht so leicht rein. Und da war ich schon relativ alt und habe ich gedacht, nicht, dass ich da nachher doch nicht in die Hundestaffel reinkomme. Ja. Schade. Ich hätte es gerne gemacht. Ja, also ich muss auch wirklich sagen, nach wie vor die ganzen Jahre, ich habe schon einige Diensthunde gehabt, ob es Schäferhund, Riesenschnauzer war, also auch normale Schutzhunde, nie wieder was anderes. Ja. Ne? Es ist toll, es ist einfach... Hallo? Ja, die sind einfach voller Liebe. Ne? Ja. Es ist einfach so, dass. Der Pudel ist besonders. Ja. Und die haben die Haare überall. Also da, wo normale Hunde Haare haben, haben die auch Haare. Ja, die haben überall Haare. Deshalb muss man die mal kurz halten. Ja, genau. Sie haben, aber sie verlieren die Haare eben nicht. Und das ist das Schöne. Die haben aber auch Haare in den Ohren. Das haben dann auch nicht die meisten Hunde. Das stimmt. Ja, und die muss man ab und zu auch rausziehen. Ja, weil genau. Sonst entzünden die sich. Dann nicht so sag mal, dieses Scherding. Ja. Hast du es dabei? Das habe ich nicht dabei. Hast du nicht dabei? Nein. Mögen die das, geschoren zu werden? Das stört sie nicht, sie sind daran gewöhnt. Wir machen das eigentlich alle 6 bis 8 Wochen und das kennen sie einfach. Der Alfred lernt es gerade, er ist aber auch schon ganz gut. Gibt es da einen Markt für irgendwie? Ja, eine Esculap. Also wir haben eine Esculap, die ist einfach... Nein, ob es einen Markt gibt für Hundehaare? Das ist eine gute Frage. Ich glaube ja, weil die Hunde werden ja gewaschen und geföhnt und dann geschoren. Und es ist tatsächlich so, dass, gerade für die Zucker. Die Pudelhaare sind ja wie Menschenhaare. Echt? Und die riechen halt nicht nach Hund, die Haare von den Pudeln. Und insofern könnte man daraus eigentlich schon einen Pullover machen. Ne? Das ist so gemein. Sie ist cool, oder? Das ist so klasse. Immer, wenn ich ihre Füße massiere, dann fängt sie immer an zu gähnen. Ja? Ach so. Sie steht auf Fußmassage. Es wird doch zwischendurch gewechselt. Und sie ist da sehr freizügig. Sie gibt allen Leuten ihre Pfoten zum Massieren. Du müsstest hier aufs Display gucken. Das ist so herrlich. Ja. Bei mir ist es so, ich streichle immer gerne die am Bauch und dann gehen die auch voll. Ja, genau, sofort. Dann, stehen die Beine breit. Ja, Beine breit und wollen. die stehen auf mir drauf, weil es ja Windspiele sind und die wiegen ja nicht so viel. Und ich habe eben deinen Mann gefragt, ob die eifersüchtig sind, wenn du die eine ein bisschen mehr mal
Ja, ich glaube schon. Also sie sehen schon zu, dass keiner zu kurz kommt. Und jeder hat seine Position. Also Alfred natürlich mit 10,5 Monaten als letzter in der Nahrungskette. Das Baby, ja. Auch wenn er der Größte ist. Er darf nicht überliegen. Also die Iva liegt immer bei meinem Mann. Mhm. Und die Zoe liegt bei mir. Und Alfred darf sich hinten anstellen. Okay. Das ist ganz klar geregelt bei uns. Sag mal, du bist jetzt der Rudelführer? Ja. Okay. Rudel, erklär mich mal auf, weil das sind ja Wölfe eigentlich, oder? Ja, so tief drin? Es ist eine Gruppe. Ich sage mal eine Gruppe, die im besten Falle harmonisch zusammenlebt und sich ergänzt. Ohne Füße lecken. ist es gestaffelt. Ja, und. Was ist das? Ihr habt ja einen Hund verloren vor kurzem. Was ist das? Ist das ganz schlimm oder gibt es da Tipps, wie du das ein bisschen besser überwindest? Nee, Tipps gibt es tatsächlich nicht, aber ich bin der Meinung, dass das eben genauso dazugehört. Das Traurige wie die schöne Zeit, die man zusammen hatte. Und im besten Fall ist der Hund dann auch alt und hat er ein schönes Leben. Dann macht es das etwas einfacher. Wir schließen uns ein, wir weinen 2 Tage. Wir bestellen uns immer, wenn wir es timen können, den Tierarzt nach Hause. Zum Einschläfern, damit der Hund quasi in seiner Umgebung in unserem Arm einschlafen kann. Und hat meine Tochter, wir haben ihn begraben im Garten. Genau. Und es ging irgendwann nicht mehr, gell? Der war dann so. Da hat auch er geheult, als er dann gemerkt hat, ja. Also bei uns war es sogar bei dem einen Riesenschnauzer bei mir, da hat sogar der Tierarzt geweint. Ne? Hat ihn von Welpen an begleitet und der ist dann mit 14, musste eingeschläfert werden. Und da hat selbst der Tierarzt geweint, weil er so toll war. Und. Ja, das ist immer schrecklich. Aber es gehört halt dazu, wenn was besonders schön ist, dann ist halt der Abschied auch besonders schrecklich. Und ich finde, ein Stück weit muss man es auch leben. So ist es eben. Ja. Und man darf eben 2 Tage weinen. Und Vielleicht auch drei. Ja, genau. Und auch die erste Zeit nicht drüber sprechen. Und wenn man daran denkt, schon, dass schon wieder Tränchen in den Augen sind. Nein, und es gehört dazu. Mhm. Finde ich, das macht's aus. Wenn man nicht weinen würde, dann hätte man auch keine schöne Zeit. Also die Höhen und Tiefen, man hat ja nur das Weinen. Man hat ja nur das Weinen, weil die Zeit so schön war, weil man so viel gelacht hat. Gut, ihr habt ja viele Fotos noch und so. Was, was übrigens viele, die keine Hunde haben, nicht verstehen können, ist, dass jeder Hund sein eigenes Wesen hat, seine eigene, also das eigene Gesicht, weil für viele, die von Hunden keine Ahnung haben, die sehen ja alle gleich aus. A, sehen die alle anders aus. Klar, die haben verschiedene Farben hier. Aber B, jeder ist anders vom Wesen her, oder? Natürlich, jeder ist anders. Und es war schon so bei unserem Wurf Welpen, den wir hatten ja 9, da war es schon so, dass ich nach 3-4 Wochen zu jedem eine Geschichte erzählen konnte, wie jeder in seiner... Nein! Sie heult. Wie jeder in seiner Persönlichkeit ist, tatsächlich alle verschieden. Selbst die Welpen von den gleichen Eltern... alle verschieden, mit verschiedenen Persönlichkeiten. Und bei den dreien ist es natürlich auch so, dass jeder eine eigene Persönlichkeit hat. Zoe ist so die Stabile in der Mitte. Mhm. Immer wenn was gruselig ist, dann kommen die beiden und lehnen sich bei Zoe an. Jeder hat so sein Genre. Ne? Iva ist die verspielte, aktive. Und war es dann die Qual der Wahl jetzt auch, als ihr 9 Stück hattet? Ja, ich hatte die Qual der Wahl. Ja, also ich wusste, ich möchte einen Rüden. Mein Mann wollte eigentlich wieder ein Mädchen. Ich habe gesagt, ich bin so ein Rüdenmensch. Ich mag sie. Sie sind so lustig. Sie sind so unbedarft, ein bisschen dumm. Genau. Ich habe immer das Gefühl, die Rüden sind immer ein bisschen dummer, wie eine Realität auch, oder? Das will ich jetzt nicht sagen. Das wäre ja gemein. Ja, ich kann es ja sagen. Ich bin der Rüde. Aber sie sind so unbedarft und sie sind so süß und sie sind so... Ich finde ihn für immer Welpe. Aber auch so ein bisschen. Ja. Die werden nie erwachsen. Ihm passieren immer komische Dinge. Also er trägt einen Stock und guckt zurück und steckt sich zwischen die Beine und fällt hin. Ja? Das passiert nur ein Rüde. Das passiert nicht. Die Mädels sind immer so ein bisschen erwachsen an ihrer Art. Ne? Ja. Er ist halt wie ein großer blauer Vogel. Er findet alles lustig, er rennt überall gegen. Und er ist immer charmant und immer verschmust. Und man kann ihm nie böse sein. Er ist halt ein absoluter Clown. Ne? Und und ich hatte die Qual der Wahl und ich wusste, es soll ein Rüde sein mit einer braunen Nase. Er sollte auch nicht groß sein. Selbst mit der Größe hat nicht geklappt. Ja. Ich hatte mich vorher entschieden. Und er war aber der Erste, der rausgekommen ist aus der Zoe. Und er war auch derjenige, der immer auch gerne mal einzeln gelegen hat. Er hat so sein Ding gemacht. Das fand ich super. Ich gesagt, genau das ist es. War der Bauch eigentlich dick von der Zoe?
Das ging. Okay. Also wir haben am letzten Gassi, also im letzten Gassi-Tag vorm Wurf, vor der Niederkunft, haben wir noch jemanden getroffen und da hat sie zu uns gesagt, Mensch, sage mal, ist euer Hund trächtig? Da habe ich gesagt, du, wir haben schon, wir sind schon über dem Termin drüber. Ja. Neun Stück. Also wie schwer war er hier, der Braune? Der Braune, der hat 376 Gramm gewogen bei der Geburt. Jetzt sind wir bei 32,5 Kilo. Ja, sie waren sehr klein. Der leichteste hat er 224 Gramm. Mhm. Ja. Und der Rest war dazwischen. Er war der größte und schwerste. Ist es heute noch. Und nein, es war ein tolles Erlebnis. Es war toll und es war irre anstrengend. Ich war mein ganzes Leben noch nie so müde. Und du bist dir ganz sicher, dass du das nicht nochmal machen willst. Ja. Und die wenn du jetzt der Mama die wegnimmst, irgendwann mal, merkt die das? Die merkt es. Und leider sind ja die Welpen bei uns im Freundeskreis geblieben. Wir haben die Welpen also wieder getroffen nach wenigen Wochen. Und natürlich haben die Welpen sofort ein Po voll bekommen von der Mama. Die hat ihre Welpen natürlich sofort erkannt und hat gesagt, wo wart ihr die ganze Zeit? Damit das nicht nochmal passiert, gibt es einen Po voll. Die Zoe wusste natürlich nicht, dass die Welpen jetzt ein neues Zuhause haben bei neuen Eltern. Das war am Anfang ein bisschen schwierig. Und ja, das hat eine Zeit gebraucht. Und, aber wir treffen ihre Kinder sozusagen fast. Sie erkennt die wieder? Sie erkennt die wieder. Die erkennen sich. Also das ist, und auch die Welpen, wir haben schon zwei Welpentreffen gehabt mit unseren neuen Welpeneltern. Und super. Sag mal, die Windspiele und die Windhunde erkennen untereinander. Das habe ich, Gefühle habe ich, dass die so von der Rasse her sich selbst erkennen. Das sind absolute Rassisten. Absolut. Ist das hier auch so? Das ist genauso. Der Pudel ist ein Rassist. Deshalb ist ja die Zoe als Zweithund angeschafft worden für die Iva. Und wir wussten, wir müssen einen Pudel nehmen, weil natürlich unsere schwarze Iva ein Rassist ist. Ist das der Geruch, was denkst du? Oder können die den sehen? Ich glaube, das ist die Art des Spielens und die Art der Kommunikation. Also ich glaube schon, dass das bei Pudeln, das war schon immer so, Iva spielt lieber mit Menschen als mit Hunden, außer wir treffen einen Pudel. Und da wussten wir, es muss halt ein Pudel werden. So, wir müssen gleich weg. Eine Frage habe ich noch. Ja. Vielleicht kannst du mir die mal antworten. War sie schon mal fündig geworden, Schwenkschopf? Ja. Wir haben schon Waffen gefunden, wir haben schon Schwarzpulver gefunden, wir haben sogar schon Sprengstoff gefunden, in kleinsten Mengen, weil die großen Mengen schon weggebracht worden sind. Achso, ihr sucht danach quasi, oder? Wir suchen genau bei Wohnungsdurchsuchungen, in der JVA zum Beispiel, wenn da irgendwelche Hinweise sind, dass da jemand was haben soll. Ja, Rockergruppierungen, Tötungsdelikte, alles das, wo Waffen auftauchen. Mhm. Da sind wir und natürlich alle präventiv suchen, politische Veranstaltungen, Innenministerkonferenz gerade in Berlin aktuell. Ja, was ist das für ein Feeling, wenn du da mit dem Pudel kommst? Ist das, reagieren die Leute? Es ist immer ein Geschirr, wo Polizei draufsteht, weil natürlich niemand glaubt. Natürlich niemand glaubt, dass sie bei der Polizei ist. Nein, das ist ja auch nicht der Standard, ja. Aber was immer kommt, was ich sehr lustig finde, was eben auch für das Wesen des Pudels spricht, immer wenn ich dann eine Absuche habe und da gucken jetzt auch Leute zu, fremde Leute, ja, die ist aber noch nicht alt. Ne? Und dann sage ich immer, na, fast 9. Also sie ist wirklich ein sehr energetischer Hund, ein sehr fröhlicher Hund. Sie hat Spaß bei der Arbeit. Toll. Ist... Ja, so. Das finde ich ist aber auch rassebedingt, dass ich die immer so auch. Sind. Ja. Er ist Rassist. Ja, das sagt die Jan immer. Ja, das ist aber wirklich so. Ist wirklich so, sie, ja. Wir treffen 1000 Hunde, wir gehen ins Hundeauslaufgebiet und sie sagt so, boah, ja, nett, Hallöchen, ja, interessiert mich eigentlich nicht. Und du triffst einen Pudel und sie, hey, super, lass uns rennen. Und du siehst auch schon, wenn der Pudel durch den Wald läuft, da kommt ein Königspudel. Mhm. Man sieht sie ein einfach. Ist oder ein Königspudel? Ja, genau. Entweder sag mal hier, dein Mann... Der hat es ja nicht einfach mit dir. Der hat es nicht einfach, aber er trägt mich und ist ja auch schon sehr lange. Und ich habe Glück gehabt, dass ich genau so einen tierverrückten Menschen... Du bist ja schon hier Energiebündel, oder? Ja, auch das. Ja. Ja. Auch das. So. Ich bin schon ganz ruhig, ich bin ja im Urlaub. Ja, genau. Ich merke es, ja. So, nichts genommen, noch ein bisschen Speed, nee. Nein, noch nicht. Ganz normal, gut, okay. So, wäre auch verboten. So, ich zeig's mal gerade, 3 liebe Hunde. Die Namen nochmal, sie ist die? Das ist die Iva, das ist die Zoe. Und das ist der Alfred. Ich hätte fast Bernhard, hätte ich fast gesagt, aber das ist ja mein Schwager. So, dann gehen wir raus. Toller Wohnwagen. Ja, das ist
Habt ihr ein Video schon mal gesehen von uns, von German Television? Nein, tatsächlich noch nicht. Also, weil wir die Neuen sind. Wir haben aber schon von euch gehört, von unseren Nachbarn, die auch ganz begeistert sind. Echt? Ja, natürlich. Endlich, die sind das. Ja. Die sind das. Ja, ich habe immer, nee, ich habe die, Jan, habe ich gezwungen, runterzukommen. Die hat in der Mosel gedreht. Die wohnt ja in Lettland. Okay. Hat 4 Hunde, wohnt am Meer. Cool. Geht mit denen schwimmen. Schwimmen die Hunde auch? Der Pudel, ehrlich gesagt, nicht so. Es sei denn, der kann jemanden mobben im Wasser. Okay. Dann geht's halt hinterher und kommt dann, holt dann den Stock ab und so weiter. Aber ansonsten nur der Labrador und... Ich habe den mal gesehen, den Großpudel in Berlin, ja, wo wir waren. Da war der ziemlich aggressiv, als er mit dem... Einmal haben die sich also fast untereinander gebissen und der hat nicht nachgesteckt. Aggressiv? Also, ja, ein bisschen aggressiv war die. Die sind nur lauter unterhalten. Die Frieda. Die Frieda, wann war das? Genau. Ja. Nee, lauter unterhalten waren die. Mit wem genau, aggressiv? Ja, das die Hunde machen das ja untereinander, oder? Genau, richtig. Ja. Und die kommunizieren natürlich auch die ganze Zeit. Und wir sind es gar nicht gewohnt, dass Hunde natürlich auch eine Mimik haben. Und die fletschen auch mal die Zähne. Und der Alfred kriegt doch mal einen Rüssel, ne? Ganz gerne. Das gehört sich so. Und da weiß der Alfred, oh, alles klar, ich darf ja nicht an das Spielzeug von der Iva rangehen. Okay, die knurren dann richtig. Ja. Die kriegt doch einen Po voll, da stoßt sie sich drauf, dann wird quasi, ich sage mal, die kriegt einen Anschiss ohne Zähne. Aber es passiert natürlich nichts. Aber es ist laut, es sind Geräusche und ja, es ist ihre Art zu kommunizieren. Ja, ich meine, man muss ja auch mal was sagen. Das ist geil, oder? Ja. Unsere Hunde schmusen übrigens sehr gerne, wie man sieht. Ja. Das ist auch der Standard, dass der halt und genau, und tatsächlich, Pudel haben Liebe für alle, sage ich immer. Ja. Sie sind wirklich so, dass jeder Liebe bekommt. Mhm. So, der nicht wegkommt. Liebe Pudelfreunde, wenn ihr auch auf die ganz großen Rassisten steht, ja, jetzt ja, haben wir genau, mal. Genau, das ist leider so. Aber sie sind toll dabei und sie sind lustig dabei. Ja. Sehr schön. So, vielen Dank. Wir müssen los, denn wir fahren jetzt nach Goslar. Warte schon in Goslar. Wir waren schon in Goslar, sehr schön, überraschend schön, sehr niedlich. Wir waren in der Altstadt und wir waren auch schon shoppen und wir gehen heute nochmal shoppen. Shoppen. Schon. Was hast du überhaupt? Ach, alles, was nicht nagelfest ist, was man nicht braucht. Tolle Dinge. Also wir haben zum Beispiel da diese Duftlampe gekauft gestern. Ne? Das ist sehr spannend. Warte, ich zeig dir mal. Die kenne ich nämlich. Genau. Die ist Berger. Genau, das finden wir sehr cool. Das hatten wir vorher noch gar nicht auf dem Schirm. Also so schlendern, shoppen. So, auf geht's. Komm, wir machen Abmoderation. Ganz viel Spaß. Dankeschön. Noch hier. Ja. Was macht ihr eigentlich? Also ihr macht die Videos. Genau, ihr macht das hauptberuflich. Und ich mache eigentlich Hundehalsbänder. Ah. Und Hundemarken. Die haben uns hier gerufen, weil die gesagt haben, hey, Platz ist fertig. Die haben schon vor ein paar Jahren, als sie angefingen, genau. Und dann haben wir gesagt, wir kommen mal vorbei und zeigen das mal anderen Leuten, wie toll das ist. Und am besten kann man natürlich das zeigen, wenn man andere Leute fragt, ob das hier schön ist. Das ist super, das bietet sich an und der Platz ist wirklich schön. Und der Waschraum ist gut? Der ist ein Traum. Ja. Wirklich picobello sauber, das ist sehr schön, es macht wirklich Spaß. Und ich habe noch nicht eins gesehen, was nicht... sauber war. Was nicht sauber war, ist wichtig. Eine Ecke, genau, es ist wirklich blitzeblank. Ist aber nur, weil wir filmen gerade. Ach, deshalb. Deshalb, nee. Genau. Und wenn ihr jetzt fahrt, dann ist alles schmutzig, nein. So, tschüss dann. Gruß nach Berlin, aus welchem Bezirk seid ihr? Wir sind aus Charlottenburg. Charlottenburg. So, und dann sehen wir das. Und da ist er, auch hier steht er. Tolles Bild, also ich bin immer wieder begeistert über die Farben, die aus dieser Kamera kommen. Die sind nämlich so echt. Und ich denke, es wird auch für euch vielleicht was Nettes sein, wenn ihr euch das mal in 5 Jahren anguckt. Auf jeden Fall. Und dann sagt, und große, ja, eine große Werbeveranstaltung für Pudel, für Großpudel. Ganz lieb, nicht einmal gebellt, hören aufs Wort, gehört aber auch ein bisschen Disziplin dazu. Danke, tschüss. Tschüss.